Ach, wie heißt noch mal dieser kleine haarige Außerirdische von Melmac, der Katzen so gerne mochte? Komm gerade nicht drauf. Aber egal. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe Immobilie der Woche. Heute mit einem Objekt aus Alf an der Mosel. Damit eben noch mal ganz herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe der Immobilie der Woche. Heute, wenn man so will, mit einem Filetstückchen einer ganz besonderen Immobilie. Ihr werdet es gleich sehen. Wir haben schon die ersten Aufnahmen von außen als auch von innen für euch gemacht. Das heißt, die ersten exklusiven Bilder gibt es dann gleich hier. Seid gespannt, es ist ein ganz, ganz tolles Objekt, sehr repräsentativ. Steht in Alf, ist jetzt nicht ganz richtig, denn es steht etwas außerhalb der Ortschaft Alf in einer, ja, annähernd schon fast Alleinlage auf einem über 3000 Quadratmeter großen Grundstück. Und einen wirklichen Nachbarn habt ihr nicht, also das ist schon relativ ruhig um euch herum. Bis zum Ort Alf selber sind es auch nur 2, 3 Minuten und von da aus seid ihr auch ganz, ganz schnell zum Beispiel in Zell an der Mosel, wer das kennt, gewachsene Infrastruktur, da findet ihr alles, was ihr braucht. Anwesen, habe ich gerade schon mal gesagt, ist ein sehr repräsentatives Haus aus dem Baujahr um circa 1840. Aber keine Angst, es wurde in dem Jahr 2012 bis 2015 wurde es kernsaniert, also wirklich von Grund auf. Ihr seht es gleich auf den Bildern, komplett neues Leben eingehaucht in die Immobilie. So präsentiert es sich heute mit ca. 450 Quadratmeter Fläche auf 3 Etagen. Die wiederum setzen sich zusammen aus einer ca. 140 Quadratmeter großen Betreiberwohnung, wo ihr selber leben könnt. Und dann habt ihr zusätzlich 7 komplett eingerichtete und ausgestattete Gäste- oder Ferienapartments mit einem zusätzlichen Übernachtungszimmer, was man entweder einzeln separat nochmal vermieten kann. Mit einem eigenen Bad, aber eben ohne Küche. Oder es ist ein sogenanntes Zubuchungszimmer, was ihr zu einem der 7 Apartments für zum Beispiel jetzt noch ein Kind oder sowas noch dazu buchen oder vermieten könntet in der Stelle des Vermieters, wenn ihr die Immobilie käuflich erwerbt. Das sind so die harten Fakten erstmal. Wir haben einen Angebotspreis von 795.000 Euro und ihr könnt euch vorstellen, eine solche Immobilie, wie gesagt, die Bilder folgen, ihr müsst einfach dranbleiben noch ein paar Sekunden. Eine solche Immobilie in so einer Lage, in diesem Zustand vor allem, in diesem kernsanierten Zustand, ermöglicht euch, dass ihr 100.000 Euro und mehr Mieteinnahmen pro Jahr generiert. Wenn das für euch interessant ist, dann meldet euch. Und wie ich gerade schon mal sagte, ihr könnt euch vorstellen, dass die Nachfrage da in den nächsten Tagen und Wochen sehr, sehr groß sein wird. Also nicht lange zögern, einfach anfragen auf den üblichen Wegen. Kontaktiert uns gerne, dafür sind wir da. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Bleibt gesund, erhaltet euch eure gute Laune. Bis zum nächsten Mal.